In dem Spruch an den Propheten Nathan korrigiert Gott die Vorstellung des David in einer sehr vornehmen und nuancierten Weise. Dein Nachfolger, dein Sohn, wird meinem Namen ein Haus bauen. Darum wird es immer gehen bei der Tempelweihe. Ich lasse meinen Namen dort wohnen. Nicht Gott wohnt im Tempel. Das spielt bis zur Zerstörung des Tempels eine große Rolle. Auch als die Bundeslade im Exil verloren geht. In einer anderen Tradition liegen in der Bundeslade die Gesetzestafeln. Die werden hier nicht erwähnt. Als sie verloren ist, ist das Allerheiligste leer. Und dennoch wird es als Allerheiligstes betrachtet. Es ist leer und nur der hohe Priester darf am Versöhnungstag, an Yom Kippur, hinter den Vorhang treten und eine Sache tun. Den Namen Gottes ausrufen, der sonst eben nicht ausgesprochen wird, aus Ehrfurcht vor Gott, weil er seinen Namen dort wohnen lässt. Die Verehrung des Namens Gottes, die unmittelbar übergeht später in die Namen Jesu-Verehrung, sehr tief. Und wir finden das zumindest noch in den alten Beichtspiegeln, auch in den aktuellen, die keiner mehr benutzt, was es mit der Verunehrung des Namens Gottes auf sich hat. Das ist ein altes Erbe unserer jüdischen Glaubensgeschwister, den Namen Gottes in Ehren zu halten, ihn mit Ehrfurcht auszusprechen, zu nennen, heißt, weil wir in seiner Gegenwart leben. Also aus dem großen Tempelbau wird nichts. Das ist auch nicht, was der Psalm in erster Linie will. Wir hören ja nicht vom Tempelbau, sondern nur, dass es einen Ort der Ruhe gibt, wo Gott seinen Namen ruhen lässt. Was das Großartige an David war, ist, dass er die drei, wir nennen sie später in der Dogmatik, die drei Ämter Christi vereinigt. Er ist König, er ist Prophet und er ist Priester. Geschichtlich können wir sagen, wo ist David Priester? Das ist ja auch in der alttestamentlichen Ordnung nie zu einem aaronitischen Priester aufgestiegen. Aber Jesus selber nimmt Bezug darauf im Evangelium, wenn er sagt, habt ihr nicht gelesen, als David in den Tempel eindrang und die heiligen Brote aß, die nur die Priester essen dürfen? Und dass er den Kult auf dem Zion in Jerusalem begründet und damit auch die vielen Heiligtümer zentralisiert zu der einen Stelle, wo Gott angerufen wird und wo dann die großen Wallfahrten entstehen, die man mehrfach im Jahr durchführt, dass man zum Tempel zieht. All das geht auf David zurück. Das ist seiner Genialität und seinem Begnadetsein geschuldet. Und dem trägt unser Psalm Rechnung. Wir lesen im ersten Chronikbuch, vielleicht ist es gut, wenn wir das ruhig mal anschauen, Kapitel 22, von diesen Mühen, die hier erwähnt sind. David ließ daher die Fremden im Land Israel zusammenholen und bestellte sie als Steinmetze, die Quadern für den Bau des Hauses Gottes behauen sollten. Also wird alles schon vorbereitet, die ganzen Materialien werden schon vorbereitet. So heißt es im ersten Chronikbuch. Aber der Bau wird halt unter David nicht mehr ausgeführt. Aber er setzt alles in Bewegung. Vielfach beschränkt sich die Auslegung des Psalms darauf, dass diese berühmte Stelle, wo die Lade nach Jerusalem auf den Zion übertragen wird und David vor dieser Lade tanzt. Einer seiner Frauen lacht ihn aus, eine Tochter Sauls. Wie benimmt sich denn der König? Wie lächerlich. Hier kommen eben dieses, dass er eben nicht aus politischer Staatsräson als König dahergeht, sondern David benimmt sich möglicherweise töricht in den Augen der Staatsräson. Aber er geht doch nicht als König, er geht als solcher, der Gott gehorcht und der sozusagen ganz aus dem Häuschen ist, dass er Gott nahe sein darf. Er geht doch als Prophet und Priester. David, so lesen wir im ersten Chronikbuch, scheut keine Mühe,
alles instand zu setzen. Und dann hören wir, wie das ist. Er erzählt dem Propheten Nathan davon. Aber dann kommt diese Nathan-Vision, daraus wird nichts. Das ist der erste Teil. Über die Bundeslade haben wir jetzt schon nachgedacht in diesem zweiten Abschnitt der Verse 6 bis 10. Und wir finden hier im Vers 10 schon eine erste Ahnung davon, dass nicht nur von David die Rede ist. Wenn wir lesen, um Davids Willen deines Knechtes, weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten. Das können natürlich die Nachfolger Davids sein, seine Söhne. Aber das ist ein gutes Stichwort. Gott verspricht David eine Dynastie, ein Haus, wie das klassisch heißt, das nicht untergehen wird. Wie lange hat es gehalten? Das geeinte Reich unter David, das vielleicht gar nicht so groß war, aber es war immerhin geeint, fängt schon unter seinem Sohn Salomo, diesem hochberühmten, dem weisen Salomo, an zu zerbröseln. Und dann kommt unter dem nächsten Nachfolger schon die Teilung des Reiches in Israel und Juda. Und dann geht Anfang des 9. Jahrhunderts Israel unter, wird geschluckt, bis Juda auch verschwindet im babylonischen Exil. Nichts mehr ist davon da. Wir kennen das Schicksal des letzten Königs, Zidkia, der auf der Flucht erwischt wird aus der belagerten Stadt, der am Ende noch relativ gut behandelt wird. Das Letzte, was er sieht, bevor man ihm die Augen aussticht und ihm blendet, ist, dass seine beiden Söhne umgebracht werden. Und damit ist die Davidslinie erloschen. Und jetzt bleibt der Psalm 132 immer noch. Man betet ihn weiter. Es gibt ja die Versuche, diese Königslinie wieder zu errichten nach dem Exil. Aber wir kennen all die Wechselfälle. Herodes am Schluss, der uns so vertraut ist, ist noch nicht einmal mehr Jude, geschweige denn Nachkomme Davids, Sohn einer Idumäerin, was ihm ein Leben lang ein schlechtes Gewissen macht und er sich deshalb besonders anstrengt, zumindest in Jerusalem, besonders jüdisch zu sein. Genauso wie er bei den Olympischen Spielen in Griechenland dem Zeus opfern kann. Damit hat Herodes als Allround-Player, als der eine große Bedeutung haben will, gar keine Schwierigkeiten. Als Nachkomme Davids kann sich dieser König von Roms Gnaden nicht ausgeben. Aber wovon spricht der Psalm dann? Die Christen lesen diesen Psalm so, dass sie ihn natürlich von Christus her verstehen. Aber vielleicht ist das gar nicht so natürlich. Wir finden den Psalm nicht zitiert im Neuen Testament, anders als Psalm 2, Psalm 110, Psalm 22. Diese Psalmen, die sozusagen direkt auf Christus hin ausgedeutet werden. Aber als die Christen anfangen, nachdem sie als Religion zugelassen sind, eine Religio licita, eine erlaubte Religion sind, Weihnachten zu feiern, und zwar als genuin christliches Fest, liest man diesen Psalm immer noch und betet ihn und findet in ihm etwas, das das Weihnachtsmysterium aufschließt, das die Menschwerdung aufschließt. Wo ist die Wohnung für den starken Jakobs? Wo ist der Ort der Ruhe für Gott? Der Tempel, den gibt es seit 70 nach Christus nicht mehr. Die Römer haben ihn geschleift. Eine Fackel ist hineingeflogen, das Ganze ist abgebrannt und der Rest wurde dem Erdboden gleichgemacht. Ist das der Ort der Ruhe Gottes? Es hilft uns vielleicht eine Stelle aus Jesus Sirach. Wenn ich sie jetzt finde. 24, Vers 7.
Die Weisheit lobt sich selbst, sie rühmt sich bei ihrem Volk, sie öffnet ihren Mund in der Versammlung Gottes und rühmt sich vor seinen Scharen. Ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor und wie Nebel umhüllte ich die Erde. Ich wohnte in den Höhen, auf einer Wolkensäule stand mein Thron. Den Kreis des Himmels umschritt ich allein, in der Tiefe des Abgrunds ging ich umher. Über die Fluten des Meeres und über alles Land, über alle Völker und Nationen hatte ich Macht. Bei ihnen allen suchte ich einen Ort der Ruhe, ein Volk, in dessen Land ich wohnen könnte. Da gab der Schöpfer des Alls mir Befehl. Er, der mich schuf, wusste für mein Zelt eine Ruhestätte. Er sprach, in Jakob sollst du wohnen, in Israel sollst du deinen Erbbesitz haben. Auch wieder so ein Rinnsal, das im frühen Christum eine große Rolle spielt, das man dann aber nicht weiter vertieft hat, weil zugleich die Chance der Missverständnisse zu groß ist. Eine Frömmigkeit, Christus Sophia, Christus die Weisheit. Aber die Stelle zieht man nicht herbei, weil es hier heißt, der, der mich schuf. Wir beten im Credo, dass Christus nicht erschaffen ist, sondern gezeugt. Und dennoch, den Ruheplatz Gottes findet die Weisheit Gottes in Jakob. All diese Texte lesen wir im Advent. Ein Stern geht auf in Jakob. Das Wort Gottes wird ausgesandt und lässt sich nieder in Jerusalem. Die Weisung Gottes geht von Jerusalem aus. Obwohl wir wissen, Jesus ist nicht in Jerusalem geboren. Und dennoch sieht das Verstehen der Kirche, all dieser Schriftstellen und der Psalmen, das in Christus vollendet. Bis dahin, dass vor allen Dingen in den ostkirchlichen Texten ein neues Verständnis der Bundeslade gegeben ist. Maria ist die Bundeslade Gottes. Sie, die das Wort trägt. Sie ist der Leuchter, die das ewige Licht trägt. Auch davon hören wir im Psalm. Ursprünglich wohl eine Bedeutung, ganz einfach, wenn wir sehen, es brennt irgendwo Licht, nehmen wir an, es ist jemand zu Hause. Und Gott verspricht dem David, ich mache dir ein Licht an. Und das wird dort in Jerusalem nicht ausgehen. Und selbst wenn es einer ausbläst, ich bin dafür verantwortlich, dass ich es wieder anmache. So wie das früher in den Kirchen die schöne Aufgabe der Küster und der Küsterin war, das ganze Jahr darüber zu wachen, dass das Osterlicht im ewigen Licht brennt. Und nur ja nicht ausgeht. Und es genau abzupassen, wie das ist mit den Öllampen. Ich habe meinem Gesalbten eine Leuchte bereitet, singen wir im Psalm. Und beten wir. Maria ist der Leuchter, der das ewige Licht trägt. Betet die Ostkirche, die Bundeslade, die das Wort birgt, die Christus in sich aufnimmt. Bis dahin, dass wir Jesus sagen hören im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, das Heil kommt von den Juden. Wo ist der Ort, wo Gott sich niederlässt? Wir können ihn jetzt genau bestimmen. Im Gesalbten Gottes. In der lateinischen Übersetzung heißt das, du hast deinem Gesalbten eine Leuchte bereitet, paravi lucernam Christo meo. Das ist dann schon viel deutlicher. Deinem Christus, in deinem Christus hast du ein Licht bereitet. All diese Stellen, die Bundeslade, wo Gott sich niederlässt, wo er selber ruhen will, sehen wir, er ruht in Jesus. Er gibt sich in Christus, in seinem Gesalbten. Dort ist der Ort seiner Ruhe, hier auf der Erde. Bis ich für den Herrn eine Stätte gefunden, eine Wohnung für den starken Jakobs. Maria ist diese Wohnung, aber letztendlich die Wohnung Gottes selber ist Christus, der aus Gott ist. Wir können eine Spur zum Johannesevangelium ziehen. Der, der am Herzen des Vaters ruht, der dort zu Hause ist, der kommt auf diese Erde. Deshalb hören wir das Weihnachten im Evangelium. Und deshalb sind es gleich im ersten Kapitel die beiden Jünger des Johannes, die fragen, wo wohnst du?
Und da geht es nicht darum, zeig uns mal deine Studentenbude, sondern das ist der Beginn des großen Weges aller Christen. Man kann das gar nicht genug wiederholen, auch um das Johannesevangelium recht zu verstehen und wie sich dieses Psalmenverständnis, das über die geschichtliche Situation hinausweist, sich darin einbürgert sozusagen, dass wie ein Nebenfluss in diesen großen Strom einfließt, um Christus zu verstehen. Ja, wie Gott sich verständlich macht in diesen Texten. Wo wohnst du, ist die Frage des gesamten christlichen Lebens. Es ist die große Frage der Heimkehr. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, und den Jüngern, diesen beiden sagt und uns, kommt und seht, dann sind sie noch nicht zu Hause und sie haben noch nicht verstanden, wo Jesus wohnt, solange sie nicht beim Vater wieder sind. Wohin gehst du? Fragen sie, als Jesus ihnen sagt, er wird sie verlassen am letzten Abend seines Lebens. Und selbst nach der Auferstehung, als Maria Magdalena vor lauter Freude sich nicht fassen kann und ihn halten will, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht dort, ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht zum Vater heimgegangen. Wo wohnst du? Dieser Ort der Ruhe, das ist Christus. Der Ort der Ruhe ist für uns Jünger, wie das die berühmte Johannesminne darstellt, am Herzen Gottes. An der Seite Jesu zu ruhen, wie der Jünger, den Jesus liebt. Herr, mach dich auf zum Ort deiner Ruhe. Du und deine machtvolle Lade. Und all das, was beschrieben wird als Folge, dass die Priester nicht mehr Gewänder tragen aus besonderen Stoffen, sondern sie sind mit Heil umkleidet. Jesus setzt das um bei seinen Priestern, bei seinen Aposteln. Er schickt sie aus, um zu heilen. Er schickt sie aus, umkleidet mit diesem Heil und die Dämonen zu verjagen. Das sagt er uns auch heute. Wir haben das nur vergessen. Wir ersetzen es wieder durch Stoffe. Aber der eigentliche Stoff, aus dem die Priester Gottes sind, ist Heil, ist Heiligung, ist Heilung. Auch das steht in diesem Psalm. Und dass wir immer auf den Zion, auf den Ursprungsort verwiesen werden. Ephrata, Bethlehem. Jerusalem, dass dort das Licht entstanden ist. Auch daran kommen wir nicht vorbei. Das bleibt uns Christen eingeschrieben. Auch das haben wir immer wieder vergessen oder stehen in der Gefahr, das zu vergessen. All das holt der Psalm ein. Wir könnten noch viele Dinge anmerken, wenn wir zu den Vätern gingen. Etwa in dem, wie Augustinus diesen ersten Vers versteht. Er liest nicht, Gedenke, Herr, des David und all seiner Mühe, sondern er liest, ich konnte jetzt nicht mehr nachgucken, auch ob da auch Mansuetudo steht, wie im lateinischen Text später bei Hieronymus, aber die Übersetzung hatte Augustinus noch nicht. Gedenke all seiner Milde, liest Augustinus. Und er führt das aus, wie das mit der Milde des Königs ist und mit der Milde Jesu. Und selbst Bernhard nimmt darauf noch Bezug, viele Jahrhunderte später, und sagt, kann man sich überhaupt einen milderen vorstellen als David? Wir sehen, ein solcher Psalm, der in sich eine Schönheit hat, so wie er für sich ist, wenn er eingeschlossen wird in seine geschichtliche Bedeutung und ein großer Gelehrter der Psalmen in einem großen Kommentar schreibt, das ist ein wunderbares Wallfahrtslied und da macht er einen Punkt. Aber es gibt de facto keine Wallfahrt mehr zum Jerusalemer Tempel, weil es den Tempel nicht mehr gibt. Dann hat sich dieser Psalm erledigt. Aber immer noch gibt es Orte, ein paar Klöster, nicht nur wir hier, die singen diesen Psalm in der Vesper und sie singen ihn an Weihnachten und bringen ihn damit in Erinnerung, dass dieser Psalm nicht eingesperrt werden will, wie all die Schrifttexte, die wir in der Bibel haben. Diese Texte sind weder für die Tiefkühltruhe noch für ein Ghetto gemacht, sondern sind dazu gemacht, dass sie zu uns sprechen. Und nicht Texte sprechen zu uns, sondern Gott spricht zu uns.
Und in den Psalmen, das haben wir schon oft gesehen und gesagt, ist die Besonderheit, dass wir nicht nur wissen, Gott spricht zu uns, sondern er bietet uns in diesem Lied, in diesem Psalm schon an, wie wir ihm antworten können. Die Art und Weise, wie er zu uns spricht und wie wir reagieren können, das haben wir in den Psalmen, dieses große Angebot Gottes. Ich fände es schade, wenn wir das einfach links liegen lassen. Dankeschön.